Viele Fragen haben die Journalisten der Hauptstadtpresse heute der stellvertretenden Regierungssprecherin gestellt. Antworten gab es so gut wie keine. Die Bild-Zeitung berichtet, ein ausländischer Geheimdienst habe erneut versucht, die Bundesregierung auszuspähen. Auf einem USB-Stick einer Referatsleiterin soll die Spionagesoftware Regin entdeckt worden sein. Diese werde von US-amerikanischen und dem britischen Geheimdienst verwendet. Die Sprecherin wollte das weder dementieren noch bestätigen. Gab es einen Spähangriff auf das Kanzleramt, auf eine hochrangige Referatsleiterin? Die jedenfalls schrieb an einer Rede für die Kanzlerin, nahm den USB-Stick verbotenerweise mit nach Hause, schrieb auf ihrem privaten Laptop weiter. Als sie den Stick am nächsten Tag im Kanzleramt wieder in den Hochsicherheitsrechner schob, schlug der Alarm. Ein Spionagevirus. Die Bundesregierung dementiert diesen Vorgang nicht, bestreitet aber Medienberichte, dass das Kanzleramt auf diese Weise angegriffen worden sei. Ich kann dieses dort beschriebene Angriffsmuster nicht bestätigen, ausdrücklich nicht bestätigen. Es kam zu keiner Zeit zu einer Infizierung des IT-Systems des Bundeskanzleramtes. Die Spionagesoftware namens Regin sollen britische und amerikanische Geheimdienste entwickelt haben. Experten bezweifeln, dass der private Rechner der Kanzleramtsmitarbeiterin nur zufällig infiziert wurde. Die Regin-Malware, die im Kanzleramt gefunden wurde, gilt als eine der schlimmsten, die man in den letzten Jahren entdeckt hat, hat erfolgreich mehrere andere Industrieunternehmen und Regierungen unterwandert, am bekanntesten wohl das belgische Telefonnetz. Nähere Informationen wollte die Bundesregierung heute nicht geben. Die bekäme, so die Sprecherin, allenfalls das zuständige Geheimdienstgremium des Bundestages.